Hier spricht wieder Ustra, weiter geht es mit Harvest Moon, deiner Tierparade. Ich wollte gerade echt Rune Factory sagen, weil, ja, ihr wisst schon, Farbspiele und Ustra, das verschwimmt ineinander. Ja, wir sind endlich wieder da auf der YOLO-Farm. Und da freue ich mich natürlich drüber, wie jeden Tag. Ich meine, wir zocken es relativ öfterlich, dieses Spiel. Und dieses Mal werden wir nochmal schauen, dass wir vielleicht die letzten paar Dinge hier, ein paar der Dinge wenigstens mal identifizieren bzw. schätzen lassen können. Ich weiß, je nachdem, ich komme aus dem Rollenspielbereich, ich habe viel Diablo gespielt, da heißt das identifizieren. Da kann ich nichts für. So, dann wollen wir mal losziehen. Und ich glaube, ich weiß noch nicht genau, wie ich meinen Tag anders gestalte. Ich hätte gerne genug Geld, mit dem Boot zu fahren, aber das kostet einen Shit-Ton of Money. Das habe ich nicht. Also müssen wir uns andere Beschäftigungen suchen. Vielleicht werde ich Schnipsen stalken oder mal die männlichen Rivalen beschenken, außer Marco oder sonst irgendwas. Das wäre eine interessante Idee. Da müssen wir mal schauen. Ich weiß, hier bin ich schon mal hingelatscht. Aber ihr wisst, TomTom-Wald ist ein düsteres Pflaster. Natürlich könnten wir schon mal versuchen und anfangen. Ich habe gehört, die soll ich mitnehmen. Ein düsteres Pflasterchen, aber auch ein Anfang, um eventuell schon mal Bausteine zu holen, die wir ja auch nicht unbedingt wesentlich wenig brauchen. Hallo an dich, Rolf. Hey. Morgen ist Zirkus, da kommen viele Tiere zusammen. Magst du... Ich habe nichts dabei. Leider nichts dabei. Ich guck mal, war das zu? Das war samstags zu, ne? Ne, doch nicht. Okay, dann ist alles in Ordnung. Irgendwas hatte doch samstags zu, da habe ich mich geärgert. Glaube ich, dass das so war. Aber anscheinend nicht dieses Gebäude. Hallo, ich möchte gerne Steine gutachten. Nämlich ein bisschen Geld habe ich noch. Ich möchte gerne die drei hübschen gelben Edelsteine schätzen lassen. Und vielleicht noch irgendwie das Silbererz. Dreimal Glas. Mhm. Okay. 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 Ein Smaragd. Immerhin. Aber auch diese... Na, ich habe kein Geld mehr, danke. Aber auch diese Sachen kommen ja immer wieder mal zur Geltung, dass wir... Ja, Smaragde zwar finden und ich habe das Gefühl, es lohnt sich gar nicht in die Mine zu gehen. Das ist ein Betrug, weil wir einfach viel zu wenig Geld machen damit. Ich sag's, wie es ist. Hallo, Olli. Na, was geht? Hi. Der Zirkus wird morgen auf dem Kirchplatz stattfinden, so gegen 15. Na, okay. Dann hau mal rein so lang, ne, mein Dude. So, Pilze noch mitnehmen. Hier rennt wahrscheinlich wieder Bo rum. Rennt er nicht rum. Auch nicht schlimm. Was machen wir denn nun? Ich meine, gibt es ein offensichtliches Ende in der anderen, in der Wassermine, dann könnte man eventuell da mal vorbeischneiden. Wir gehen jetzt auf jeden Fall jetzt mal auf die andere Seite des Dorfes, weil ich weiß, wir haben nicht allzu viele Möglichkeiten, was wir tun können. Ich meine, wir können angeln, aber da Fische 7G bringen, beziehungsweise diese Stintviecher, nicht unbedingt angeln sinnvoll ist im Moment. Zumindest nicht hier, zumindest nicht an der Quelle der Göttin. Ich glaube, das andere ging einigermaßen. Aber da müssen wir uns auch nochmal... Ah, hallo! Da müssen wir uns dann auch nochmal in irgendeiner Form drum kümmern. Beziehungsweise ich lasse mir das von euch sagen, was da am sinnvollsten ist. Vielleicht macht es ja auch einfach mehr Sinn, wenn man sagt, hey, weißt du was, hör mal zu. Lass das mal... Achso, das habe ich noch gar nicht gemacht. Moment mal. Oh, es ist wirklich der Klassenmeer. Da oben war ich. Da oben. Ich dachte, hier hätte man Aussicht auf die Stadt oder so, was ich ganz cool gefunden hätte. Aber leider das nein. Na gut. Ich bin echt im Moment immer noch unsicher. Erstens, wann wir die Abstimmung schaffen sollen, wann wir jetzt noch endlich was heiraten, beziehungsweise wann wir uns wirklich mehr in Richtung der Damen bewegen. Auf der anderen Seite haben wir noch kein Herz-Event gesehen. Und dann zum dritten Mal auf der anderen Seite sind wir auch erstmal im ersten Jahr im Frühling. Das ist ja jetzt nicht so, als ob ihr, Hi.
Als ob hier gleich irgendwas abgeht. Morgen ist Zirkus. Wären doch noch mehr Lebensmittelverkäufer dort. Das wäre lustig. Was? Also das ist... Okay, bitteschön. Ich habe gehört, mit der Löwenzahnwurzel kann man ganz toll die Ärzte glücklich machen. Aber da mich das nicht interessiert, Ärzte glücklich zu machen, gehe ich einfach mal weiter und rede mit Selina. Da die gerade hier rumstand. Ich gebe dir auch mal eine Blaubeere. Guck mal, hier stehen ja alle rum, die Mädels. Das ist ja nice. Hallo. Oh, danke. Die mag bestimmt Dinge von ihrer Heimat. Bananen. Morgen ist Zirkus. Wie toll, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Ich würde gern bei der Show mitmachen. Okay. Okay. Das eine Mädel ist schon reingegangen. Sie stratzelt gerne nach oben. Hi. Hallo. Morgen ist Zirkus. Ich weiß noch, wie ich mich als Kind auf den großen Tier vor den großen Tieren gefürchtet habe. Okay. Na gut, Dr. Huan Chan, ich weiß nicht genau, Max, Entschuldigung. Dr. Max, ich kenne nur noch. Ich erinnere mich immer gerne an Suikoden 2. Hi. Oh, das ist sehr schön. Vielen Dank. Ich bin so glücklich. Habt ihr gesehen, da waren noch mehr Herzen. Da war ein Herz mit noch mehr Herzen drumrum. Also ist das die absolute Superfreude oder was? Mhm. Morgen ist Zirkus. Als Kind war ich oft da. Mhm. Ich habe gehört, du bist neu hier. Achte auf deine Gesundheit. Ja, about that. Okay. 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 Also, was haben wir gelernt? Es gibt noch eine weitere Form von das verschenke ich aber ganz gerne. Da müssen wir uns unbedingt dran halten und das merken. Weil ich dachte immer, das normale Herz, obwohl ich weiß nicht, ob das nur bei den männlichen Rivalen so ist, weil man ja theoretisch bei diesem Spiel nichts von denen wollen will, kann. Dass man da halt eventuell einfach schneller Punkte kriegt und das halt so dargestellt wird, dass es dadurch halt fixer geht. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Oh Gott, Angeln wird gleich so interessant und schwierig. Ich freue mich schon auf den nächsten Tag, denn ich freue mich unwahrscheinlich auf Tiere und auf Zirkus und auf Events und solche Sachen. Und irgendwie am 28. ist auch nochmal ein Fest. Zu den Festen werden wir natürlich gehen, aber ich glaube, das Spiel erinnert sich auch immer ganz gut daran, dass jetzt irgendein Fest ist, dass du irgendwie, ja, ich muss jetzt auch mal irgendwo hin. Du weißt schon, die Ferne ruft mich. Ein neues Festival beginnt. Ihr wisst genau, was ich meine. So. Ich weiß nicht, ob ich dieses Tipps für Rennen, ob ich das wirklich aktiv tun muss, beziehungsweise aktiv lesen, mal anklicken muss, damit ich den Skill des Lesens kriege. Ich habe keine Angel dabei. Gut, dass ich nach Hause gegangen bin und das hier machen wollte, bevor ich irgendwo rumstehe und mich extrem ärgere. Wo ist meine Angel hin? Das wäre mir passiert. Ihr kennt mich. Ihr kennt mich alle. Ich hätte das getan und ich hätte mich mega geärgert. So, ich aber gleich, wenn sich das anbietet, gucke ich mir auch mal die Tipps fürs Rennen an. Zum ersten Mal allein. Okay. Okay, einfach weil der Titel so geil ist. Zum ersten Mal allein. Leben auf der Farm. Auf der Farm. Ausruhen ist wichtig. Harte Arbeit, aber lese sorgfältig. Arbeite hart. Aber schlafe reichlich. Das ist der Grundstein für das Leben auf der Farm. Wenn du nicht jeden Tag schläfst, leidest du schnell unter Schlafmangel. Wenn du 3 Tage nicht schläfst, wirst du ohnmächtig, also sei vorsichtig. Wenn du Werkzeug benutzt, wirst du müde, gib also 8. Okay. Okay, nicht interessant. Tipps für Rennen. Du kannst mit deiner Zucht an Tierrennen teilnehmen. Energie der Tiere. Wenn du keine Energie hast, kannst du nicht beschleunigen. Du kannst Gegenstände benutzen oder einfach warten, bis deine Energie... Lebenskraft, Beschleunigung. Lebenskraft? Okay. Wenn du dich mit einem Tier anfreundest, lässt es dich gerne reiten. So ist das nämlich. Ich habe so viel Schnack hier drin. Ich glaube, den Topaz verkaufe ich auch einfach mal, weil ich es kann. Außerdem, ich meine, 10 lila Kräuter kann man mal verkaufen.
Warte, wir müssen jetzt nicht alles horten und sammeln. Den Kristall behalte ich trotzdem. Meine Angel nehme ich natürlich auch mit. Den Shrimp-Cocktail könnte ich natürlich auch mal entweder verschenken oder einfach selber konsumieren. Und das war es erstmal, was mir so einfällt. Ne, das sind alles famose Sachen, stimmt. Diese erhabene Sache, die wir gekriegt haben, habe ich mal weggepackt. Naja, wie dem auch ist, ein bisschen was verkaufen, noch mal ein bisschen was aus der Tasche schütteln. Ihr wisst schon, das letzte Pausengeld locker machen. Einfach, damit es hier langsam weitergeht und wir auf jeden Fall schnell, so schnell wie möglich die nächste Stufe unserer Axt bekommen und dann aktiv daran arbeiten können, was wir dann erweitern. Und das wollte ich eigentlich immer noch als Voting machen, kommt aber noch. Falls ihr euch gefragt habt, wo das ist, habe ich natürlich vergessen. Ja, was soll ich das jetzt beschönigen? Ihr wisst es doch alle. Ihr wisst es doch alle. Wo habe ich denn meine Angelroute? Da. Einfach mal so ein bisschen nochmal den alten Wurm raushängen lassen, damit wir vielleicht nochmal das ein oder andere Schmuckstück kriegen können, beziehungsweise das andere, ein oder andere Stück G. Und auch wenn der Frühling vorbei ist, werde ich die Gelddebatte endgültig beenden und wir wissen dann, wie unser Geld hier heißt. Und falls ihr noch nicht abgevotet habt dafür, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. In der Videobeschreibung findet ihr alle einen Link, der euch zu allen Abstimmungen führt. Und dort könnt ihr dann abstimmen. So, dann wollen wir mal eben gucken. Ja, natürlich möchte ich darauf. Gib mir das. Gib mir mein Algae. Danke schön. Seegras. Meine Angeln ist schon okay. Es gibt einigermaßen Geld, wenn man einigermaßen dran bleibt. Schon wieder Seegras. Come on. Bitte nicht. Es gibt so viele schöne Sachen in dem Wasser drin. Oder? Oder? Oh, Mist. Das war mein Fehler. Ich habe geklickt. Ich wollte einfach nur auch cool sein. Ich habe bestimmt der nächste Fisch keinen Bock mehr. Oh, da kommt er. Ich weiß nicht, ob es sinnvoller ist, irgendwie, ob es einen bestimmten Takt gibt, was man fängt, oder ob man einfach volle Möhre das Ding hämmert. Eventuell sollte ich mal den Tipps für Angelanfänger ein bisschen lesen, um vielleicht mehr zum Angeln rauszufinden. Aber ich weiß natürlich nicht, wie komplex das System ist. Ich glaube, A hauen ist schon gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, dann... Man hat einfach dieses Gefühl von, ja, ich tue was, wenn ich viel da drauf rumkloppe. Ja, komm schon, Fisch. Wieder habe ich da drauf gedrückt. Falsches Harvest Moon. Auch brauche ich eine größere Angel und einfach mal Fische aus der Mitte raus oder so angeln zu können, was auch ganz interessant ist. Gerade bei so Seen und so. So, wieder nur ein... Also diese komischen Hummerviecher, Flusskrebstypen, die sind hier echt super weit verbreitet. Die kriegen wir jedes Mal hier. Obwohl ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die wenig Geld geben, sondern dass sie eigentlich ganz okay im Kurs sind. Oh, da ging es sofort wieder los. Und das ist wieder ein Hummerkrebs. Flusskrebs. Einmal können wir noch angeln, denke ich. Und ja, mein Plan ist im Moment halt, ich freue mich mega auf den Zirkus. Ich freue mich auf die anderen Events. Ich freue mich, dass wir jetzt Mary da haben. Marie als Lamm. Und dass wir auch da dann ein bisschen, ich sag jetzt mal, ja, die Möglichkeit haben, bald an Wolle ranzukommen, was eine ganz gute Sache ist. Dann können wir erstens noch einen größeren Rucksack bauen. Zweitens können wir einfach halt diese ganzen Dinge entspannter angeben. Und die Liste wird halt kleiner mit den Namen, das ist auch sehr wichtig, finde ich. Denn das darf sich natürlich nicht, braucht kein Mensch, okay. Das braucht man natürlich jetzt nicht, ich sag jetzt mal, hinten dran zu halten, dass es irgendwie auch weitergeht. Und ihr seht, ihr merkt, die Folge schleppt sich schon wieder so. Ich bin, oh, nice. Ich bin sehr froh, wenn wir bald mehr Koleros auch haben, vielleicht mehr Feldarbeit machen können, weil wir einfach noch ein Feld mehr haben. Das ist auch so ein Plan, den ich unbedingt verfolgen will. So schnell wie möglich jetzt mal Geld aktiv in-game zurücklegen und dann eventuell doch nochmal schauen, dass man sich nicht ab und zu hier und da einfach das ganze Land hier kauft oder ein Landhaus kauft oder irgendwas, wo man einfach Geld reinschmeißen kann. Oh, wir brauchen noch so viele Sachen für Küchen oder einen Fernseher und ein Telefon haben wir auch noch nicht. Und das sind einfach so Sachen,
Die hätte ich natürlich schon gerne im Hütchen, auch weil es einfach dann hier und da ein bisschen angenehmer ist zu arbeiten. Das war's aber für diese Folge Harvest Moon, deine Tierparade. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann schaltet auch beim nächsten Mal einfach wieder rein. Und ich würde mich darüber sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.